Herzlich willkommen im Corona-bedingt nach wie vor sehr kargen Corona-TV-Studio. Virtuell ist es nach wie vor. Umso mehr freue ich mich über einen sehr hochkarätigen Interviewgast jetzt. Und den brauche ich eigentlich nicht vorstellen. Sie haben ihn natürlich längst erkannt. Ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns findet. Und grüße ihn sehr herzlich. Servus, Dominik Thiem. Hallo, hallo. Ich begrüße dich. Wie ist so das Wertewohlbefinden in der wettkampffreien Zeit? Wie geht es einem Vollblutathleten wie dir, wenn er sich nicht austoben kann auf Wettkampfniveau? Alles gut eigentlich soweit. Habe mich eh körperlich ganz gut fit gehalten und letzte Woche, glaube ich, war es, das grüne Licht bekommen, dass ich ab Montag, also seit gestern, trainieren kann. Und das war schon natürlich eine große Erleichterung. Und ja, seit heute kann ich wenigstens wieder am Platz stehen und wieder ein bisschen mehr mein normales Leben leben als vorher. Und du tust das, nämlich das auf dem Platz stehen in Alt-Erla, in ungewohnter Umgebung. Es gibt ja einen neuen Trainingsstützpunkt des Teams, wenn man das so formulieren kann. Was muss man darüber wissen? Wie sehr hast du dich schon eingewöhnt? Wie läuft das Training dort? Ja, es war heute der erste Tag, wo ich dort war. Es ist eine schöne Anlage. Es ist Sandplatz Indoor. Also so viel hat sich nicht geändert zur Südstadt. Und jetzt natürlich werde ich mehr dort sein, aber hoffentlich beginnt irgendwann wieder der normale Alltag und dann bin ich sowieso, weiß nicht, 40 Wochen im Jahr weg. Das heißt, natürlich werde ich dort trainieren, wenn ich zu Hause bin, aber das werden nicht allzu viele Tage sein. Aber wie schaut das Training jetzt ganz konkret aus und vor allem, wie darf man sich so einen Trainingsalltag ins Blaue hinein mehr oder weniger vorstellen? De facto weiß ja niemand, worauf man hin trainieren soll. Man weiß ja nicht, wie es in der Saison weitergeht. Es ist komisch, das auf jeden Fall. Ich habe natürlich versucht, dass ich mich körperlich fit halte, auch in den letzten 4 Wochen oder was ich, seit wann ich zu Hause bin. Und es ist mir ganz gut gelungen. Ich bin körperlich auf einem halbwegs guten Niveau. Und jetzt ist es einfach mal wichtig, dass ich wieder am Tennisplatz stehe. Dass ich mich auch ausbauen kann, ist natürlich auch für das allgemeine Wohlbefinden sehr, sehr schön. Aber einen konkreten Trainingsplan oder so gibt es gar nicht. Also den wird es erst geben, wann komplett klar ist, wann die Tour wieder losgeht. Also sagen wir, es geht wirklich nach Plan und es beginnt im August. Dann werde ich 5 oder 6 Wochen vorher wieder mit ganz normalen Training beginnen. Und bis dahin wird der Umfang doch ein bisschen geringer sein. Und auch ganz spannend, Dominik Thiem versucht dieser Tage seine Entzugserscheinungen unter Anführungszeichen auch mit Hilfe der PlayStation zu lindern und wird bei den Madrid Open an den Start gehen, bei den virtuellen nämlich. Wie kam es dazu und was darf man genau darunter verstehen? Die haben, ja, ich glaube, 16 Frauen und 16 Männer, alles Profis, eingeladen, dass wir uns das Madrid-Turnier auf der PlayStation virtuell ausspielen. Und ich bin schon gespannt, also ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe auch die ersten 2 Quarantänewochen circa 10 Stunden am Tag auf der PlayStation verbracht. Das heißt, ich bin komplett überspielt, habe eigentlich nicht so viel Lust, aber da habe ich dann trotzdem doch gleich zugesagt, weil ich will mal schauen, wie die anderen spielen und bin schon gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Die Corona-bedingt wettkampffreie Zeit treibt auch im Tennis interessante Blüten. Heute hat es eine Story gegeben, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Hauptdarsteller war John Millman, ein australischer Tennisspieler, der auf die Big Three ein bisschen losgegangen ist, nämlich auf Djokovic. So, ich weiß jetzt gerade nicht, ob du mich noch sehen und hören kannst. Ich sehe dich nämlich nicht. Dominik, bist du da? Wir haben offensichtlich ein Verbindungsproblem. Dominik, ich versuche es nochmal. Bist du da? Ja, ja, ich bin da. Hast du mich gehört die ganze Zeit jetzt? Das Letzte, was ich gehört habe, war Millman. Dann war's kurz. Ja, genau. Okay, also dann fange ich noch einmal von neuem an. Also es gab die Story rund um Millman, der die Big Three im Herren-Tennis ein bisschen kritisiert hat. Nicht ein bisschen, sondern relativ scharf, nämlich Djokovic, Federer und Nadal. Hintergrund: die drei Herrschaften haben sich zusammengetan und wollen eine Summe spenden für Spieler, die es nicht bis ganz nach oben geschafft haben und die vielleicht eher mit finanziellen Turbulenzen zu kämpfen gehabt haben. Millman hat jetzt zum Konter ausgeholt und gesagt, warum brauchen wir eine globale Pandemie, um draufzukommen, dass die Tennisgelder ungerecht verteilt sind oder die Preisgelder.
Erstens, inwieweit hast du die ganze Causa überhaupt mitbekommen? Und zweitens, siehst du das auch? Gibt es ein Verteilungsproblem im Tennis oder ist das halt so und war das halt immer so und du hast dich genauso hochkämpfen müssen und ist einfach part of the game? Ja, ich sehe es schon natürlich auch so, dass das keiner von uns Top-Leuten geschenkt bekommen hat. Also wir haben uns alle hochkämpfen müssen und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, es kämpft kein Tennisspieler, auch nicht die ganz weit unten stehen, ums Überleben. Also wenn man es jetzt ganz, ganz klar sagt, es wird keiner verhungern. Und ich kenne die Future Tour selber auch sehr gut, weil ich selber 2 Jahre dort gespielt habe. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Spieler, die definitiv dem Sport nicht alles unterordnen und die sicher nicht so professionell leben und so professionell eben den Sport betreiben, wie es sein sollte. Und ich würde jetzt nicht ganz einsehen, warum ich solchen Spielern ein Geld schenken sollte. Also da sage ich ganz ehrlich, dass ich das lieber Leuten oder Organisationen zukommen lasse, die es wirklich brauchen. Also dein Credo ist, man muss schon wissen, worauf man sich einlässt, wenn man Tennisprofi werden will. Auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich in keinem Beruf die Garantie, wenn ich den Beruf beginne, dass ich irgendwann mal gut werde und dass ich irgendwann mal richtig viel Geld damit verdiene. Also das ist so meine Meinung dazu. Es war ja trotz allem und obwohl es auch noch sehr kurz ist, das Jahr 2020, ein für dich und für das Team ja schon ein wahnsinnig turbulentes. Das ist losgegangen mit der unglaublichen Performance bei den Australian Open, die dann natürlich auch von den Turbulenzen mit Thomas Muster begleitet wurde oder vielleicht auch ein bisschen in den Schatten gestellt wurde. Jetzt sind also über die Interna von dieser Trennung noch nicht wahnsinnig viele Details ans Tageslicht gekommen. Hast du die große Chance, ein bisschen was dazu zu sagen? Magst du vielleicht mit ein bisschen Abstand betrachtet zur Causa Muster noch was sagen? Oder ist das für dich gegessen, das Thema? Na, das Thema ist für mich natürlich gegessen. Das Einzige ist, oder ich habe meine Meinung nicht geändert, dass den Versuch definitiv wert war und dass wir von Anfang an gesagt haben, im gegenseitigen Einvernehmen, dass wenn das Ganze klappt, ist eine super Sache. Und wenn nicht, dann hat es nicht geklappt. Und es war halt leider das Zweite der Fall. Und deshalb ist die Zusammenarbeit auch relativ schnell wieder beendet worden. Eine heiße Kartoffel, eine thematische, mag ich noch anpacken, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht nicht dein Lieblingsthema ist dieser Tage. Aber wie gut oder schlecht bist du denn auf Günter Bresnik zu sprechen aktuell? Da gilt für mich das Gleiche. Also wir haben eine riesige Zeit miteinander gehabt, 15 Jahre, die absolut einzigartig und erfolgreich waren. Und natürlich ist seine Trennung nie einfach. Und deshalb gibt es jetzt natürlich auch ein paar Meinungsverschiedenheiten. Ich glaube, dass das eine komplett logische Konsequenz ist. Aber ich schaue da in die Zukunft und habe mit dem Thema eigentlich abgeschlossen. Hast du aktuell Kontakt mit ihm? Nein. Was bewirkt denn das Schlagwort Davis Cup dieser Tage in deinem Kopf? Hintergedanke ist natürlich, dass es ein paar Differenzen zwischen deinem Vater oder dem Team und dem ÖTV gegeben hat. Kann das Auswirkungen auf deine Zukunft im Davis Cup haben oder ist es jetzt eben müßig darüber zu sprechen, weil de facto eh kein Mensch weiß, wie es weitergeht? Na, also es ist jetzt im Moment natürlich das falsche Thema, weil wir alle hoffen, dass es überhaupt wieder losgeht. Aber ich glaube, dass der Termin vom Davis Cup Finale schon ein realistischer sein könnte, dass dort wieder gespielt werden kann. Und ich will natürlich dort unbedingt spielen, weil es ein geiles Event ist, weil wir, denke ich, auch wenn wir mit dem besten Team antreten, sehr, sehr gute Chancen haben können in Madrid. Und weil ich generell einfach gern Davis Cup spiele. Und also ich bin da nicht in irgendwelche Hintergründe oder so involviert. Wenn ich spielen will, ja, dann spiele ich. Ganz eine klare Ansage. Im Fußball scheint ja
das Geisterspiel momentan das Allheilmittel zu sein. Zumindest kurzfristig und zumindest kann man so die Möglichkeit am Leben erhalten, die Bundesliga-Saison zum Ende zu bringen. Was macht denn die Vorstellung mit dir, dass man womöglich auch Tennisspiele, und zwar auch bei großen Turnieren vor leeren Rängen, absolvieren muss oder das zumindest andenken muss? Schreckt dich das sehr ab? Ich denke, dass im Fußball einfach viel einfacher ist, weil du hast die ganze Reisebetätigung nicht. Ich glaube, dass die meisten Spieler in dem Land geblieben sind, wo ihr Club ist. Das heißt, wenn die alle durchtestet sind, wenn die alle negativ sind bei den Corona-Tests, glaube ich, dass man die schon aufs Feld schicken kann, weil da die Gefahr dann einfach weg ist, dass das Virus irgendwie verbreitet wird, vor allem wenn keine Zuschauer sind. Plus, du gibst den Leuten, die schon seit Ewigkeiten zu Hause sind, in Quarantäne, wieder ein bisschen eine Unterhaltung im Fernsehen. Natürlich lebt der Sport generell von den Fans und das ist sicher keine Dauerlösung, aber es ist eine erste Lösung mal. Und im Tennis würde es natürlich auch gehen, aber das Problem ist beim Tennis einfach die Reisetätigkeit, dass wir so viele Spieler von verschiedenen Ländern haben, die jetzt alle in ihren eigenen Ländern sind, in Ländern, wo teilweise die Situation noch schlimmer ist als bei uns. Und bis die ganzen Reisebeschränkungen aufgehoben sind, bis sich da alle Spieler wieder frei bewegen können, glaube ich, wird es einfach viel länger dauern, als das im Fußball der Fall ist. Ist es demnach für dich realistisch, dass wir zumindest die US Open noch zu einem gepflegten Ende bringen können oder dass zumindest dieses Turnier einigermaßen gepflegt über die Bühne gehen kann? Ich weiß nicht, weil das jetzt ein Corona-Spital ist, die Anlage bei den US Open. Und ich glaube auch, was ich gehört habe, dass also in Amerika generell viele Probleme sind in Sachen Corona. Und deshalb ist einfach das Wichtigste, dass dieses Problem jetzt einmal gelöst wird, dass sich die Welt und die Menschheit wieder von der ganzen Pandemie erholt, dass man da mit so wenig Schaden wie möglich davon kommen. Und wenn das einmal der Fall ist, glaube ich, kann man sich wieder um die, ja, in dem Fall unwichtigeren Dinge beschäftigen. Das Thema Fußball haben wir schon gestreift. Darüber muss ich mit dir als bekennender Fußballkenner und Fan natürlich auch noch kurz sprechen. Wie gut könntest du denn mit dem Umstand leben, dass Liverpool sehr wahrscheinlich der neue Meister in England heißen wird? Ich mag Liverpool. Von dem her hätte ich da überhaupt kein Problem damit. Ich bin natürlich, wie jeder weiß, glühender Chelsea-Anhänger. Aber ich finde eigentlich relativ viele Teams in England sympathisch. Auch wenn Chelsea draußen ist, helfe ich meistens zu den verbliebenen englischen Teams. Und Klopp hat es definitiv verdient. Und es haben die ganzen Fans, die ganze Stadt, den ersten Titel seit 1990 sicher verdient. Ja. Wann wird denn Chelsea wieder mal Meister? Ich hoffe jedes Jahr. Aber es war doch ein großer Umbruch in der Mannschaft. Es ist eine sehr junge Mannschaft, aber mir taugt es. Also ich schaue es jetzt das erste Mal seit 3-4 Jahren wieder sehr, sehr gern zu, weil viele sympathische junge Spieler dabei sind, weil der Trainer, der Lampard, einer der großen Gründe war, warum ich Chelsea-Fan worden bin. Und deshalb kann ich mich jetzt wieder sehr gut mit der Mannschaft identifizieren und hoffe natürlich auch, dass die in näherer Zukunft wieder große Erfolge einfahren. Also, das hast du eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man mit dir über viel mehr sprechen kann als nur über Tennis. Ich lasse dich aber trotzdem in Ruhe, auch wenn ich dir noch lange zuhören könnte. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass man dich bald wieder am Tennisplatz wettkampfmäßig bewundern kann. Danke für deine Zeit, alles Liebe. Ciao. Danke, ciao.